kommen. Einer ist schon mal weg. Lauf mir doch nicht in die Kamera, ey. Ich glaube, das machen die extra so, dass die einem immer so in die Kamera laufen, wenn man so kämpft oder irgendwas. Das ist nicht mal Zufall, das haben die alles berechnet hier. So, können wir jetzt wieder... Ah, nee, das steckt sich in Hunters Backpack, die Pfeile. Ist ja auch logisch. Muss ich das wieder rausholen? Warte, 4 Dinger sind da. Ich hoffe, das stackt sich jetzt auch da drauf. Also wenn ich die jetzt einsammle, dass ich dann... Ja, dann stacken die sich hier drauf, okay. Ich dachte, die belegen dann nochmal einen extra Slot, aber erst wenn der Stack voll ist. Ach komm, im Wasser kämpfe ich nicht. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Was war denn das gerade für ein Schleimgeräusch? Alter, das waren so 500 oder so. Hat sich's angehört. Ey, Mann. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile mehr wegen dir, du Faggot, ey. Geh weg. Tot. Mann. So eine nervige Scheiße hier manchmal. So, wir haben heute auch kein einziges Mal eine Nacht übersprungen. Also wir haben die ganze Zeit durchgekämpft. Das sind aber viele Überstunden, ne? So, ich glaube, der Hunters Backpack ist voll. So, da tue ich mal einen Zombie-Kopf hin. Oder nee, komm, sonst erschrecke ich mich noch. Stirb. Ich erschlag dich mit dem Kopf. Du hast ja keinen, ne? Dann kann es ja nur helfen. Ein paar Setzlinge hier. So. Und ständig muss ich ja Doppel-W drücken, weil ich von irgendwas aufgehalten werde. STRG geht ja hier noch nicht zum Sprinten. Das nervt mich auch die ganze Zeit ein bisschen. Ich verwende auch gar nicht mal hier die Critical Hits, ne? Müsste ich auch mal wieder öfter machen. Alter! Windows Sound runter... Damit das nicht noch dreimal kommt hier. Damit es nur einmal kommt, wenigstens. So. Jetzt können sie wieder hoch. So, da blinkt zwar jetzt alles da unten, aber das juckt mich nicht. Scheiß Avira immer, ey. Das ist so nervig. Ich muss das unbedingt abstellen. Aber das kommt auch nicht immer, ne? Gestern kam zum Beispiel nicht, wo ich einfach, wo ich nicht aufgenommen habe. Es kommt irgendwie nur, wenn ich aufnehme, immer. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist wirklich ein Problem in letzter Zeit, ey. Aber das mindert ja auch alles die Qualität, wenn er auf einmal immer so ständig... Du chillst so, weißt du, läufst so rum, ja. Jetzt schießen wir die mal ab und dann kommt auf einmal so... Bip, 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 so richtig laut und du schreckst erstmal richtig, wisst ihr? Und dann denkst du, oh, Alter, was war das für eine Scheiße immer? Und das will mir ja keinem zumuten, ne? Stellt euch vor, ihr guckt das so hier, das Let's Play, so früh um 5, seid noch verschlafen
Keine Ahnung, warum ihr dann meine Folge gucken wolltet. Aber stellt euch einfach mal vor. Und dann, kommt auf einmal dieses Scheißgeräusch zwischendrin und erschreckst einfach so übelst. Es ging mir auch voll auf den Sack, wenn das bei irgendeinem anderen YouTuber so wäre. Ich könnte natürlich alternativ die Sounds ausstellen von Windows oder irgendwas, aber das wäre ja auch nicht der Sinn der Sache. So, wir sind Level 21, 23 haben wir leider nicht geschafft. Aber das kriege ich noch hin in den letzten Minuten jetzt. Nacht vorbei heißt ja noch nicht gleich Aufnahme vorbei, genau, so rum. So. Oh, eine Spinne. Und noch ein Schleim. Ich nehme auf jeden Fall jetzt alles mit, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Du bist nicht bei drei auf den Bäumen, also... ja, da chillt noch ein bisschen Wasser hier stattdessen. Also bist du dran. Nebenbei ein bisschen Seerosen farmen. Ich will jetzt auch nicht, dass die mir verloren gehen hier, indem sie schon durch Ertrinken sterben. Ich will ja alle Experience einsammeln, ne? So, da war ich ganz schön hinterlistig, ne? Mein Geniestreich, das Hühnchen wurde getötet. So, und da ist mein Schwert auch schon wieder kaputt fast. Haben wir es also jetzt hingekriegt, in einer Monsternacht das gesamte Stahlschwert mit 500 Schlägen kaputt zu machen. Ist schon nicht wenig, ne? Stellt euch mal vor, wenn wir dann ein Diamantschwert haben mit allen Verzauberungen drauf. Wenn das dann so nach ein paar Nächten schon kaputt ist wieder. Das wäre natürlich nicht so schön. So, Blueberries immer einsammeln. Hier komme ich gar nicht mehr richtig dran. Ja, dann brauche ich noch ein Level. Und ich schlag mal vor, ich hole mir das von hier vorne. Komm, Mister. Du stoppst jetzt auch mal. Ich hole mir mal Knochenmehl aus der Kiste. Und mach mal hier ein bisschen was kaputt, ne? So. Damit ich wieder Weizen kriege. Was sind nämlich out of Weizen, ey? Ist voll schlimm. So. Jetzt ist natürlich die Frage, die Seeds haben wir hier. Okay, wir können alles craften. Sehr schön. Austauschen ganz kurz und dann geht's mal wieder da rein. In den Kuhstall des Schreckens. Ey. Und hier stelle ich die Sounds mal wieder runter auf 8%. Das reicht. So, beruhigt euch. Ihr kriegt ja euer Zeug. Dann kriegen wir nämlich auch noch ein paar Levels. Ist jetzt immer Level 23, nur durch Züchten. So. Und schön noch die Experience überall kassieren. 24 sind wir jetzt noch. Schön. Hier vorne noch. Sorry, okay. Ich muss mal gucken hier. Raus, raus, raus.
Und zum Abschluss der Aufnahme haben wir noch mal schön Musik hier. Die mache ich dann auch noch gleich mal lauter. Na, 15 vielleicht, so. Zack. Oh ne, die ist doch ein bisschen zu laut. Glaube ich. Eine Wooden Pickaxe, Alter, wozu soll ich die gebrauchen? Die tue ich mal in den Ofen. Kann man wenigstens noch irgendwas schmelzen. Das nicht, das kommt zum Holz mit rein, genau wie das und das. Der Creeper Head kann hier rein. Geräte, also hier das Ding kommt auch mal raus. Die Backpacks, mache ich, glaube ich, wieder offscreen. Jetzt will ich nur noch hier die Schärfe-Schwerter verzaubern, also zusammentun. Und somit haben wir jetzt ein Schärfe-5-Schwert mit Knockback. Und wenn es geht, mache ich mir auch noch Haltbarkeit drauf demnächst. Da freue ich mich schon, wenn ich das habe. Und, ja, weil nur mit Haltbarkeit bringt es auch was, wirklich. So, und dann mache ich mir auch mal einen Plan, was ich hier noch bauen will. Ich hatte geplant, warte, das kann ich ganz kurz mal erzählen. Ich wollte hier so eine Treppe hinmachen, die nach oben führt, natürlich, also wer hätte es gedacht, ne? Dann vielleicht noch eine, die hier nach unten führt, wo es dann runter geht in den Keller. Und ja, dann oben wollte ich noch ein zweites Geschoss machen, mal sehen, was da dann hinkommt. Vielleicht mache ich dann hier sogar so einen Übergangsbalkon, oder? Na gut, das weiß ich aber noch nicht. Das werden wir dann alles sehen. Da muss ich noch mal gucken, wie ich das hier gestalten will. So einfarbig wird es natürlich nicht bleiben. Dann werde ich noch so kleine Gestaltungselemente von draußen anbringen. Das wird dann halt mal so eine Bausession. Jetzt haben wir ja viel immer gejagt und bla 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 und Experience gesammelt und so. Aber wenn das dann halt alles durch ist, bauen wir hier mal ein bisschen weiter am Haus. Das ist nämlich dringend nötig. Wenn ihr euch das hier mal anguckt, das ist total hässlich. Warte mal. Mach ich mal einen Screenshot, da sieht man mal, wie spät es ist. 12:56 Uhr. Und ja, ich würde sagen, ich gehe dann in die Aufnahmepause. Ach nee, komm, ein bisschen können wir noch. Ich muss auch mein Headset absetzen, Alter. Das so, tut so unglaublich weh am Ohr. Boah, Leute. Alter, das tut echt weh. Ich will hier nicht rumflamen oder so, aber... Boah, das ist krass. So. Hoffentlich habt ihr da jetzt noch was gehört. Extra für die letzten 2 Minuten nochmal hier umgedingst. Na gut, da kann ich schon mal hier rausräumen. Ich mach das dann immer so. Habt ihr ja schon gesehen. Wo ich das mal in der Aufnahme noch gemacht habe. Und dann werfe ich einfach den Rucksack weg. Und genauso mache ich es dann auch hier. Warte mal. Zack, zack. Das muss ich auch alles mal in den Ofen tun, hier die ganze Scheiße. Das geht ja so lange nicht mehr gut. Da ist nichts drin. Hier. Hier ist... Hä? Hä? Ach, der hat sich jetzt nachgelegt wegen Inventory-Dingens. Stimmt. Hier der eine Sandblock ist da auch schon ewig drin. So, komm. Oh, kann man sogar fast alles mitnehmen. Hier kann Sand rein. Dann kann hier noch ein bisschen Erzkram und so eine Scheiße. Ja, das nicht. Ja. So. Clay, Eisen. Teuer, wegen einem. Dann Crab 2, kommt das rein? Oh, wir müssen aufhören. Ne, Airshot, der kommt da rein. Hier kommen noch die Crab-Dinger rein und Erde kommt hier rein, würde ich sagen. Gut, da wäre es das gewesen für diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.